Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Nachdem ich Ihnen letztes Mal ja schon das Satellitenbild vorgestellt habe, möchte ich Ihnen heute mal wieder eines meiner Lieblingsobjekte aus dem Alliiertenmuseum vorstellen. Und hier geht es vor allem um diesen Bierkrug und diesen Teller. Da fragt man sich ja vielleicht im ersten Moment, was macht ein Bierkrug und ein Teller im Alliiertenmuseum? Und hier geht es eigentlich um ein recht ernstes Thema, um das Thema der ausländischen Militärverbindungsmissionen. In diesen Militärverbindungsmissionen hielten Briten, Amerikaner und Franzosen den direkten Kontakt zur Sowjetunion. Sie waren in Potsdam stationiert, bewegten sich aber innerhalb der DDR und sie wurden benutzt für diplomatische Missionen, sie wurden benutzt für militärische Aufklärung und damit natürlich auch zu einem kleinen Teil für Spionage. Es war eine Ehre, in so einer Verbindungsmission tätig zu sein und es gab einen richtigen Souvenir- oder vielleicht Memorabilienhandel, kann man es besser nennen, der also auf diese Ehre und auf dieses Symbol hinweisen soll. Und da kommt dieser Bierkrug ins Spiel. Sie sehen hier die Flaggen der vier Alliierten friedlich vereint in einer Zeit, wo es längst nicht mehr so friedlich war. Oder auch diesen Teller, British Commanders in Chief Mission to the Soviet Forces in Germany. Die britische und die Sowjetflagge stehen hier fast wie Freunde nebeneinander. Und es wurde tatsächlich diese kleinen Souvenirstücke sehr ernst genommen. Mir hat mal ein Zeitzeuge erzählt, dass seine Mutter, also er war Angehöriger der britischen Armee, und seine Mutter hat so einen Teller immer noch in ihrer Küche hängen, als Andenken daran, also was die Familie für Beiträge in diesem Kalten Krieg geleistet hat.